Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir so einen wunderschönen Stern aus Blumenbändern. Was ihr braucht, ist ein Haken, ein Blumenband eurer Wahl und ein Verschließer. Jedoch das Wichtige sind fünf solcher Puschels. In meinem letzten Video könnt ihr sehen, wie man diese Puschels macht. Und ja, als erstes müsst ihr wieder hier so verschließen. Und dann die fünf Puschels auf euren Haken binden. Also es ist das gleiche Prinzip, wie man einen Puschel macht, wie man auch einen Stern macht. Nur, dass diesmal keine Blumenbänder auf dem Band sind, sondern diese Puschel. So sieht das dann aus. Und jetzt müsst ihr hier auch wieder verschließen. So. Und dann noch diese Puschels draufgeben. So. Dann das Blumenband um den Finger binden. Da. Ihr müsst auch aufpassen, dass es nicht reißt. Denn das ist etwas öder. Sonst müsst ihr wieder von vorne anfangen. Aber wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr schnell zu machen. So, jetzt ist hier alles drauf. Jedoch erkennt man hier nichts von einem Stern. Deshalb müssen wir es jetzt doch etwas so zurecht formen. Das ist ganz einfach. Ihr zieht dann etwas hier so dran, auf, zum Beispiel nach rechts oder links so. Und dann habt ihr hier so einen Stern. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und wie ihr gesehen habt, es dauert höchstens 5 Minuten. Und ja, ich hoffe, euch hat meine Idee gefallen und ihr macht es nach. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Um nichts zu verpassen, könnt ihr mich einfach kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!